Moin Moin und herzlich willkommen zum Fußballtipp. Fußballtipp, dritter Spieltag, dritte Liga. So sieht's mal aus. Der DFB-Pokal war letzte Woche. Heißt, einige Teams waren aktiv, andere wiederum nicht. Ich werde natürlich nicht auf den DFB-Pokal eingehen, weil, ne, dafür gibt's extra Tipps. Ja, schauen wir mal, was jetzt am dritten Spieltag so passieren wird, welche Teams dementsprechend vielleicht den Vorteil nutzen, dass sie nicht im DFB-Pokal waren, beziehungsweise vielleicht sogar den Vorteil nutzen, dass sie im DFB-Pokal waren und sogar eine Runde weitergekommen sind. Schauen wir mal, was passieren wird. Los geht's mit meinen neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel ist direkt mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Aue im letzten Spiel 2-0 gewonnen gegen den VfL Osnabrück. Ein verdienter Sieg, den sie sich geholt haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird's im Derby gegen Dresden laufen, die im letzten Spiel sich kämpferisch gegen Cottbus gezeigt haben, 4-2 gewonnen, also im letzten Ligaspiel, ne? immer gesagt im letzten Ligaspiel. Kämpferisch gezeigt, 0-2 Rückstand aufgeholt, klar, einige Zwischensituationen hätten dann auch in die Richtung der Cottbuser kippen können und dadurch hätte man vielleicht dieses Spiel auch verlieren können, aber ich fand, die Dresdner waren auf jeden Fall kämpferisch, die wollten den Sieg unbedingt haben, das hat in der letzten Saison einfach in der Rückserie gefehlt und dieses Kämpferische müssen sie jetzt auch gegen Aue zeigen, denn sonst wird das eine, ja, bittere Niederlage. Ich denke mal, sie werden dieses Kämpferische an einem Schluss zeigen und Dresden gewinnt das Derby an Abschluss mit 2-1. Das nächste Spiel, das erste Samstagspiel, ist das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und der Spielvereinigung Unterhaching. Osnabrück im letzten Ligaspiel 0-2 verloren gegen Erzgebirge Aue. Ja, da hatte man irgendwie so Probleme am Anfang jedes Durchgangs. Also irgendwie war man da nicht so ganz da. Aue war besser, hat aktiv die Situation ausgenutzt, im zweiten Durchgang auch die Tore dazu gemacht, was Osnabrück dann eben völlig zurückgeworfen hat, was dazu führt, ja, man steht aktuell ohne was da. Und jetzt ist die Frage, kommt eventuell jetzt was dazu gegen Unterhaching, die im letzten Spiel, also im letzten Ligaspiel, mit 2-1 gewonnen haben gegen den FC Ingolstadt durch einen knappen Erfolg. Ja, die große Frage ist natürlich, können sie den knappen Erfolg nun gegen Osnabrück wiederholen? Und ich denke, an Abschluss wird es so sein, dass Osnabrück gewinnen wird, seine ersten Punkte holt, an Abschluss mit einem 2-0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Hansa Rostock und Borussia Dortmund 2. Rostock im letzten Spiel 0-1 verloren gegen BN Wiesbaden. Man war einfach grundsätzlich zu ungenau, das hatte ich ja schon irgendwie erwähnt. Wenn da die Stimmung nicht stimmt, dann könnte das natürlich ganz böse nach hinten losgehen. Momentan sieht vieles danach aus. Die Frage ist, ob da eventuell irgendwann die Wende kommt. Vielleicht sogar gegen Dortmund 2, die im letzten Spiel 0-1 verloren haben gegen Arminia Bielefeld. Wo man merkte, dass sie dieses 0-0 über die Ziellinie an Abschluss retten wollten, es aber nicht geschafft haben. So dementsprechend ohne was da. Die Frage ist, ob das eventuell jetzt gegen Hansa Rostock anders laufen wird. Und ich denke mal, sie werden es dieses Mal über die Ziellinie bringen, was bedeutet, dass an Abschluss keine Tore fallen. 0-0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Ingolstadt. Ja, Saarbrücken im letzten Ligaspiel 0-1 verloren gegen Sandhausen. Gefühlt war das Tor einfach zu klein. Da war man immer knapp am Kasten vorbei, knapp am Pfosten vorbei. Dann, es ist einfach vieles für Saarbrücken im letzten Spieltag schiefgegangen. Jetzt ist die große Frage, ob das eventuell jetzt gegen Ingolstadt anders laufen wird. Denn die Ingolstädter oder die Schanzer im letzten Spiel, im letzten Ligaspiel 1-2 verloren gegen Unterhaching. Ja, man war eigentlich aus meiner Sicht gleich stark. Es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn dieses Spiel nun unentschieden gewesen wäre. Ein 1-1 und ein 2-2. Letztendlich eher ein 2-2. Aber an Abschluss hat man eben diesen Punkt nicht geholt. Darüber könnte man sich natürlich ärgern. Und jetzt ist die Frage, wird man sich auch im Spiel gegen Saarbrücken ärgern? Und ich denke mal, das wird eine Tagesformgeschichte sein dieser beiden Teams. An Abschluss finden sie sich beide mit dem 1-1 wieder. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und Hannover 96 2. Sandhausen im letzten Spiel 1-0 gewonnen gegen Saarbrücken. Ja, ein guter Auftritt gezeigt. Andersrum, der klassische Minimalismus-Fußball bei Saarbrücken, bei Sandhausen ist momentan drin. Aber getreu nach dem Motto, was ich immer hier gerne sage, wenn du alle Spiele 1-0 gewinnst, wirst du auch Meister. In dem Sinne können sie natürlich jetzt auch gegen Hannover 96 2-1-0 gewinnen, denn Hannover im letzten Spiel etwas zu mutig gegen Essen. Andersrum, sie waren zumindest mutiger als jetzt im Spiel gegen Aue davor. Und von daher, die Richtung stimmt. Das Ergebnis stimmte nicht. Und ich denke mal, die Richtung wird man weiterhin einsetzen. Was aber dann trotzdem mit dem Ergebnis immer noch nicht stimmt. An Abschluss gewinnt Sandhausen mit 2-0.
Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und Arminia Bielefeld. Die Essener im letzten Spiel 3-1 gewonnen gegen Hannover 96, 2 effektive Tore erzielt, also bessere Zeitpunkte für Tore hättest du nicht machen können. Also von daher alles super gemacht bei Rot-Weiß. Und jetzt ist die große Frage, werden sie auch alles super machen gegen Arminia Bielefeld, die im letzten Ligaspiel 1-0 gewonnen haben gegen Borussia Dortmund 2, sich dieses 1-0 erkämpft haben durch einen Lucky Punch am Ende. Aber hey, am Ende fragt dich keiner, wie du dieses 1-0 erzielt hast, solange du es erzielt hast. Jetzt ist aber die Frage, man ist oben in der Tabelle, bleibt man auch oben oder ist das tatsächlich so eine Eintagsfliege? Ich denke mal, gegen Rot-Weiß Essen wird es keinen Sieg geben für die Bielefelder. An Abschluss gewinnt Essen mit 2-1. Das nächste Spiel ist dann das Samstagmittag. Nachmittagsspiel. Es ist das Spiel zwischen Energie Cottbus und Alemannia Aachen. Aufsteigerduell. Ja, das hat schon, also aus meiner Sicht hat das so Zweitliga-Feeling. Also, klar, ich schaue ja schon relativ lange Fußball und ich kann mich noch gut daran erinnern an Jahre, wo diese beiden Teams auch gerne mal Montagsspiele in der zweiten Liga hatten. Jetzt spielen sie in der dritten Liga und das als Aufsteiger. Frage ist natürlich, wie wird diese Partie denn laufen? Energie Cottbus im letzten Spiel 2-4 verloren gegen Dynamo Dresden. Auch da, wie bei Hannover 96, es ist schon die richtige Richtung. Das Ergebnis hat bloß nicht gestimmt, also auch bei Cottbus nicht. Man hat einen Doppelschlag früh erzielt, man hatte zwischenzeitlich immer mal wieder die Chance, so in Führung zu gehen. Man hat eben diese Führung nicht erzielt, was natürlich viele Cottbuser Fans wahrscheinlich auch geärgert hat. Und jetzt ist die Frage, wie wird es jetzt gegen Aachen laufen? Die im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt haben gegen Verl, aber Ewigkeiten in Unterzahl gewesen sind, ab der 12. Minute ab schon. Also da hätte natürlich für Alemannia Aachen näher drin sein können, wenn sie am Ende zu 11 beendet hätten. Wahrscheinlich hätten sie das Spiel sogar gewonnen gegen Verl. So hat man wenigstens einen Punkt geholt. Die Frage ist, ob man jetzt 3 holt gegen Cottbus. Und ich denke, ja, am Ende gewinnt Aachen mit 3-1. Das nächste Spiel ist dann das erste Sonntagsspiel. Es ist das Spiel zwischen 1860 München und Viktoria Köln. München im letzten Spiel 1-3 verloren gegen den VfB Stuttgart 2. Also irgendwie die Chancen, auf der einen Seite die Chancen nicht gemacht, auf der anderen Seite hat man keine Chancen kreiert. Selbst die Fans haben schon nach dem ersten Durchgang danach gerufen. Also momentan stimmt bei den Münchner Löwen vieles nicht. Die Frage ist, ob das eventuell jetzt Köln ausnutzen kann, die im letzten Spiel 2-1 gewonnen haben gegen Mannheim. Auch da zweiter Durchgang reingekommen. Besser reingekommen, 0-1 Rückstand aufgeholt, lief alles fantastisch. Holt man eventuell diesen Schwung aus diesem zweiten Durchgang gegen Mannheim nun ins Spiel gegen 1860? Ich denke mal, in dieser Partie wird es so sein, dass beide Teams sich bemühen, dann Abschluss trennen sie sich aber dennoch mit einem Unterschied. Dann 1-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Verl und SV Waldhof Mannheim. Verl im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt gegen Alemannia Aachen. Ja, es in Überzahl hat man es dennoch nicht geschafft, an Abschluss diesen Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Klar, am Torwart des Öfteren gescheitert, aber ja, besser ein Punkt als kein Punkt. Dennoch mit der Situation hätte man wahrscheinlich auch mehr Punkte erwarten können. Die Frage ist, wie wird das jetzt gegen Mannheim laufen, die im letzten Spiel 1-2 verloren haben gegen Viktoria Köln. Ja, man hätte aber auf jeden Fall im ersten Durchgang höher führen müssen. Also wahrscheinlich, wenn man im ersten Durchgang 2 oder 3 Tore erzielt hätte, aus Mannheimer Sicht, hätte man das Spiel gewonnen, dann wäre Köln nicht mehr zurückgekommen. Wahrscheinlich aus dem Moraltechnischen nicht mehr. Und jetzt stellt sich die Frage, ob das eventuell jetzt gegen Verl denn funktioniert. Und ich denke, gegen Verl wird es funktionieren. Am Ende gewinnt Mannheim mit 2-1. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen dem VfB Stuttgart 2 und dem SVW in Wiesbaden. Stuttgart 3-1 gewonnen gegen 1860 München. Ja, gefühlt sind die Tore aus dem Nichts gefallen für die Schwaben. Also, es hat sich immer nicht so angedeutet, als ob der VfB die Tore erzielt. Aber dann haben sie die Tore erzielt. Und dann Abschluss, wie man immer zu sehr zu sagen pflegt, was ich auch heute schon gesagt habe, ne? Am Abschluss fragt dich keiner, wie du die Tore erzielt hast, solange du sie erzielst. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird es gegen Wien Wiesbaden laufen? Die im letzten Spiel 1-0 gewonnen haben gegen Hansa Rostock, goldenes Tor in der knapp 31. Minute erzielt haben. Am Abschluss, ja, damit ein 1-0 gewonnen haben, wichtige Punkte geholt haben für den Liga-Alltag. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man die nächsten 3 Punkte holt gegen Stuttgart. Und ich denke, ja, am Ende gewinnt Wien Wiesbaden mit 1-0. Damit war es das für meine Tipps für den dritten Spieltag in der dritten Liga. Eure Tipps, eure Meinung, euer Feedback in die Kommentare. Und wir sehen uns dann kommende Woche wahrscheinlich wieder zum nächsten Tipp. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann, eine gute Zeit und ciao.